Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sauber am Start für euch mit einer neuen Folge zu Spider-Man, der Raubüberfall-DLC. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Und vielen, vielen Dank an die aktiven Supporter da draußen, die die ersten beiden Videos so gut unterstützt haben. Freunde, vielen, vielen Dank dafür. Gerne weiter unterstützen, gerne weiter supporten. Würde mich megamäßig freuen. So, ich stoppe kurz das Auto. Ja. Ich stoppe kurz das Auto und hab das nächste Verbrechen erledigt. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptmission. Ihr habt Bock drauf, ich hab auch Bock drauf, Freunde. Schauen wir mal, was jetzt so passiert. So. Okay. Hier unten sind wir richtig. Weiter geht's. Sind nicht zimperlich. Ich muss das beenden, bevor jemand getötet wird. Okay. Dann schießen wir mal. Oh, meine Drohnen los. Und meine Anzugskraft. Tja, seht ihr? So schnell kann es gehen. Das war's ja auch schon. Hier ist noch einer. Alles klar. Jo, okay, das war's. Wie geil. Ein Lieferwagen. Hoffentlich sind das meine bestellten Hausschuhe. Oh. Scheiße. Die Hausschuhe sahen online anders aus. Ich weigere mich, das Paket anzunehmen. Die ganze Bande ist da. Okay. So. Zack, nochmal eine Drohne weggeballert. Oh. Kann den überhaupt irgendwas stoppen? Jo! Nein, nein, nein! Wow! Wie kann ich da überhaupt ausweichen, sag mal? Jo, wow, das war sauknapp. Alter, okay. Habe ich alle erwischt? Ich glaube schon. Ich glaube, das waren alle. Alter, der mit der miesen Minigun. Okay, 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 ich gebe auf. Lässt du mich gehen, wenn ich dir alles erzähle? Nicht, wenn du es nicht tust. Die weißhaarige Tussi meinte, wir sollen hier unten etwas Lärm machen. Köder für Deppen. Und ich bin der Depp. Wo hast du sie getroffen? In der Bodega, auf der Waverly. Dini, Dini, MJ, die Schießerei war eine Ablenkung. Black Cat wollte damit die Polizei weg von der Waverly Street locken. Eine der anderen Magierfamilien hat ein Versteck an der Waverly. Die Scissoros, glaube ich. Vielleicht erwische ich sie noch. Felicia lässt sich Zeit. Sie geht immer systematisch vor. Ist das so? Ich melde mich wieder. Da ist die Bodega. Okay, Felicia, wo bist du? Mhm. Wie toll er von ihr redet, ey, wa? Oh, MJ ist... Ihre Überwachungsausrüstung. MJ ist ultra... Was hast du dir angeschaut, Felicia? Ultra eifersüchtig gerade. Und er checkt es halt nicht. So, warte mal. Ich hoffe, das war wie im Hauptspiel, dass es dann irgendwann anfängt zu vibrieren. Nee, bisher nicht. Was hat sie sich denn angeschaut von hier aus? Ah, doch, da. Da unten. Da, 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 da. Spinne,
Felicia, die Magier ist kein Scherz. Du solltest nicht so mit ihnen spielen. Aber ich spiele so gerne. Spider-Man! Er gehört zur Katze! Schnappt ihn! Nein, tu ich nicht! Ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Och nein, 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 nein. Ihr Typen zieht ja gerne schnelle Schlüsse. Hey, Spinne, arbeite für die Ciceros. Wir zahlen doppelt so viel wie Hammerhead. Ich arbeite weder für Hammerhead noch für eine andere Familie. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie weicht man dem aus? Okay, der Dicke ist weg. Let's go, jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los. Bam, Junge. Oh Gott. Anzugskraft. Und Spider-Drohne. Okay. Das hat Spaß gemacht. Wo ist Felicia hin? Ich beobachte dich gerne. Erinnert mich an alte Zeiten. Was ist auf dem Stick? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher. Warum stiehlst du ihn dann? Wenn ich es nicht mache, töten sie meinen Sohn. Warte, dein Sohn? Oh oh. Verdammt, Felicia hat einen Sohn. Kann nicht sein, also könnte schon sein und ich könnte... Oh nein, darüber denke ich lieber gar nicht erst nach. Alter, Peter, MJ, ich habe die Katze Scheiße. Gefunden, aber sie ist entwischt. Wirklich? Wie systematisch von ihr. Sie hat noch einen Speicherstick geklaut. Jede Familie hat also einen Stick. Was wohl drauf ist? Hast du noch was rausgefunden? Naja, nicht viel. Okay. Klingt, als würde sie Hammerhead im Machtkampf gegen die anderen Familien helfen. Das könnte für uns alle böse enden. Die Stadt braucht definitiv keinen Bandenkrieg. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas über die Sticks erfahre. Tja, jede Familie hat einen Stick. Ja. Oh Gott, nee, ernsthaft? Ich bin dein größter Fan! Moment mal, Screwball? Oh, sag mir nicht, du bist wieder raus. Aber sowas von! Und ich habe einige meiner Fans mitgebracht. Sind sie nicht unfassbar süß? Sie helfen mir bei meiner neuen Show. Und du musst unbedingt vorbeischauen. Bis dahin! Bis dahin! Diese Typen hat man wohl nicht wegen guter Führung entlassen. Ich sollte mir das da drüben genauer ansehen. Ah, wir haben Besseres zu tun. Wir haben Besseres zu tun. Alter, stell dich mal vor, Peter ist der Daddy von ihr. Von ihrem Sohn. Das wäre so heftig, Alter. Der hätte so verkackt. Der hätte so verkackt bei MJ. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich hätte vorher anrufen sollen. Bam, 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 bam! Wie macht er das? Er ist so krass! Werde ich schon wieder von dem Opfer angefeuert oder was? Dem Opfer des Verbrechens natürlich. Boah, die Musik ist mega geil, Alter! Haben sie die nochmal geändert? So. Sie sollten das Organisieren von organisiertem Verbrechen nochmal üben. Heftiger Diss. Spidey, Mensch. Mein Gott, ey. Schade, dass du die K.O. geschlagen hast. So haben sie leider deinen miesen, geilen Joke verpasst. Oh, schade aber auch. Man kann nicht alles haben, Freunde. Man kann leider nicht alles haben. Oh, 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 oh. Eines der gestohlenen Gemälde müsste hier irgendwo sein. Alle Einheiten. Bedrohung von Magier-Kronzeugen durch eine Bombe. Bitte nach Madison. So, wie viel dieses Gemälde wohl wert ist? Detective, ich habe noch ein gestohlenes Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Wir können eine Menge Akten schließen, wenn wir damit durch sind. Wie ist Hardy überhaupt gestorben? Hat versucht, aus Rikers auszubrechen. Ist beim Schwimmen ertrunken. Aber jetzt können wir seine Beute zurückgeben. Und vielleicht erwischst du auch so die neue Black Cat. Stimmt. Was ich natürlich will. Ich muss los. Bis dann.
Was ist passiert, Officer? Ein Zeuge ist da drin, aber Hammerheads Leute haben überall Bomben platziert. Keine Sorge, Officer, ich kümmere mich um die Bomben. Okay, komm, Freunde, das machen wir nochmal schnell. Ich glaube, das sind dann schon alle Verbrechen, die ich in diesem Abschnitt machen muss, oder? Das ist doch das fünfte Verbrechen, denn hoffentlich. Gut. Okay, Spider, einfach nicht an mögliche Konsequenzen denken. Wäre auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn man, warte mal. Moment mal, hä, warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Warte mal. Wir müssen es so machen. So. Wäre schon ganz cool, wenn wir auch im Laufe der Zeit dann auf Hammerhead treffen würden. So, warte mal. So, jetzt den hier. Den. Ne, warte mal. Wie müssen wir das denn machen, ohne... So. So ist richtig. Zack. Okay, so, jetzt der Schlüssel. Gut. Oh oh. Notsicherung auf Nebenbomben aktiviert. Ja, präzise irgendwo landen ist oftmals nicht ganz so einfach mit Spider-Man. Weil er so unfassbar dynamisch ist. Bleib doch mal jetzt wieder an der Wand, genau. So, Spidey. Und jetzt entschärfen wir das Auto mal schnell. Guck mal, 2 von 3. Scheiß auf die miesen, dreckigen Scharfschützen. Die nervigsten Gegner im ganzen Spiel. Heute ist nicht euer Glückstag. So, jetzt erstmal die Bomben und jetzt kommen die Scharfschützen. Na Jungs, oh, bitte nicht treffen. Und... tschüss! Jetzt bist du dran. Und tschüss! Kriegst du mal eine extra mit. Gut gemacht, Spider-Man. Der Zeuge ist in Sicherheit. Schön zu hören. Lasst mich wissen, wenn es nochmal Ärger gibt. Ja, war leider doch ein anderer District. Aber kein Problem, Freunde. Das Verbrechen wurde bekämpft. So, Screwball. Oh, Jonah, sorry, gar keine Zeit für dich. Da habe ich gar keine Zeit für. Nee. Zeit, Screwballs Fans wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen. Hey, habe ich euch nicht schon eingelocht? Nein? Tja, es gibt für alles ein erstes Mal. Hohoho! Boom, Junge! Spider-Bot! Ah, da ist noch einer. Eins ist wie immer. Screwball lässt andere die Drecksarbeit erledigen. Was hatten sie überhaupt vor? Spider-Man! War das nicht spannend? Der perfekte Start für meine brandneue Show mit dir! Tut mir leid, keine Zeit. Du findest sicher welche dafür. Denn sonst werden meine Fans wütend und Leute sterben. Ich liebe Reality-Shows einfach. Du nicht?
Oh, manche Leute tun einfach alles für Klicks. Ja, da kenne ich einige. Ich werde alles livestreamen. Also versauf nicht. Also die Screwball-Missionen sind die anderen. Aha. Okay. Ja, Freunde, das kriegt man doch hin. Als Screwball die Sachen einsammeln und die Magia-Verbrechen. Ne? Das kriegt man hin. Ist ja nicht mal... Ach, guck mal, hier auch oben ist zum Beispiel gar nichts. Da müssen wir gar nichts machen. Hier auch nicht. Hier und hier unten. Ja, okay. Ja, kriegen wir hin. Haben wir die gemacht oder... Nee. Müssen wir die jetzt machen? Hä? Wie aktiviere ich das denn? Ist doch Dreieck, oder nicht? Ne, irgendwie geht es hier nicht. Warte mal. Weil, wir haben ja noch keine Platzierung, also zählt... Was ist denn hier los? Irgendwie... Ich kann es nicht aktivieren, keine Ahnung warum. Komisch. Naja. Können wir später vielleicht nochmal hin, oder muss ich das jetzt machen, damit es hier weitergeht? Kann sein, dass ich das erstmal machen muss. Aber ich kann es nicht aktivieren, Leute. Ich drück doch Dreieck. Aha. Hey Peter, jetzt. Ich glaube, ich kenne Black Cats nächstes Ziel. Echt? Wie? Laut Polizeileitstelle gab es einen Einbruch, der ihrer Vorgehensweise entspricht. Ich schicke dir den Standort. Wenn du sie findest, lass dich nicht wieder austricksen. Ja, ich werde aufpassen. Sie ist... Ich weiß nicht. Sie zieht das Pech geradezu an, egal wo sie ist. Black Cat bringt Unglück. Das ist ein wenig übertrieben, Pete. Wow. Jetzt verteidigt sie sie wieder. Freunde, Jungs, das... Frauen, muss man nicht verstehen. In dem einen Moment eifersüchtig. Was, du findest sie jetzt toll? Und dann sagt er, sie bringt Unglück. Nee, das ist übertrieben wiederum. Alter, gut geschrieben, Insomnia Games. Ihr schreibt es echt gut, Alter. Ihr wisst genau, wie die Frauen sind, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen das allerdings dann beim nächsten Mal. Ihr wisst jetzt, was die Nebenmissionen sind. Könnt ihr mal gerne schreiben, wie ihr das Ganze so findet. Auf jeden Fall, ach, guck mal hier. Guck mal, die unteren Distrikte auch nicht. Das heißt, wir haben einen, zwei, drei, vier... Nee, guck mal, hier auch nicht. Vier... Ja, doch, vier? Fünf. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf Distrikte, wo man die Nebenmission machen muss. Das hält sich doch in Grenzen. Das kann man auf jeden Fall schaffen, um dort dann, ja, die Anzüge freizuschalten. Ich meine, den einen kriegen wir ja so oder so fürs Durchzocken. Aber den letzten, wo ich, wie gesagt, ziemlich sicher bin, dass es der Scarlet 2. Anzug ist, den kriegt man dann auch relativ easy. Naja, gut. Also, wie gesagt, Freunde, das war's dann. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, Freunde. Haut rein und tschüss.